Oh, oh! Was zum Teufel? Ist das hier Jujutsu Kaisen oder was? Sphäre der Entfaltung. Mein Gott! Ich könnte mal echt wieder so ein richtig kreatives und aufwendiges Video machen. Ja, so richtig krass mit Effekten, so richtig mit rausgehen, Menschen sehen, Zimmer verlassen und so. Ja, ich könnte das machen. Oder... Friends. Alles fresh! Heute ziehen wir uns wieder einen Anime rein. Ja, ich weiß. Ich könnte wieder was Krasses machen, so, ne? Aber... Du bist schon tot. Fragt euch nicht, wieso ich heute so majestätisch aussehe, wieso ich heute so japanisch aussehe. Ich bin Samurai-Kun, ich habe eine Persönlichkeitsstörung. Vor allem, wenn irgendwann mal so ein Stier kommen soll, wenn irgendwann so ein Stier auf mich zukommt, mach ich für den hier. Olé! Hey Leute, ich kann zaubern. Seid ihr ready? Oh, hey, was geht ab? Chill mal, Bro. Chill mal, ich bin du. Wir sind heute hier am Start, um zusammen auf einen Anime zu reagieren, wie schon gesagt. Und zwar gibt es wieder mal auf Netflix Sinovich wieder ein paar neue Anime und alle haten sie. Und ich bin da, um den Ruf dieser Anime zu retten. Nennt mich Kuro, der Anime-Rufretter. Kuro-Rufretter. Das ist dieser Anime, okay? Der sieht cool aus. Ich muss sagen, auf den Titelbildern so sexy. Schau's mal an. Sexy. Bild von mir? Sexy. Bild von dem Bungee-Typen? Sexy. Bild von meinem Papa? Extrem sexy. Bild von meinem Fuß? Was? Sexy? Heute ziehen wir uns den Anime Record of Ragnarok rein. Alter, allein das auszusprechen fühlt sich an, als wäre ich so Amerikaner. Hey man, do you wanna watch with me Record of Ragnarok? Vor allem mit diesem japanischen Mantel. Heute bin ich richtig Multikulti unterwegs. Japanischer Mantel, amerikanischer Slang und persische Pickelfresse. Oh Leute, das schmeckt ja lecker. Wie gesagt, viele sagen, der ist nicht so gut. Wir Leute, wir sind heute hier, um zusammen als Team zu bewerten, okay? Lasst uns die erste Folge Record of Ragnarok einziehen. Nach 7 Millionen Jahren steht die Geschichte der Menschheit... Okay, das sieht schon aus wie das Outro von Reader of Healer. Kennt ihr das Outro von Reader of Healer? Oh, dafür, das ist das Opening von Dr. Stone! Oha, Josik! Ich kann mich nicht konzentrieren. Nun denn, Götter. Bruder, voll Black Cloverfield. Bro, ist das nicht der Typ von Hunter x Hunter? Die Götter der menschlichen Welt haben oh mein Gott, der sollte mal ein bisschen was essen, der Bro. Über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden. Erlauben wir der Menschheit für weitere 1000 Jahre zu existieren... Und verschonen sie? Oder sollen wir der Menschheit nach so langer Zeit ein Ende bereiten? Okay, die Götter können entscheiden, ob die Welt kaputt geht oder nicht. Ich hoffe, die ziehen sich nicht aus Versehen ein paar Views von mir rein, weil dann sagen die auf jeden Fall... Babyflasche! Die Meere sind mit Müll und Öl verseucht. Die Wälder werden gerodet und die Tierwelt stirbt so. Nach und nach. Ey Leute, ich habe letztens ein Video gesehen, wie das Meer brennt. Voll krank. Okay, alle sagen tot. Das ist so lustig, wenn dieser Anime so eine Folge hat und die Erde stirbt einfach und das aus. Du bist schon tot. Die Konferenz über das Schicksal der Menschheit hat beschlossen, dass die menschliche Rasse endgültig ausgelöscht wird. Einen Moment. Wait a minute. Sie macht den hier, wisst ihr, sie macht den hier. Sie hat gerade den hier gemacht. Und alle so, ist das etwa, ist das, alle Anime stimmen auf einmal. Willst du dich etwa gegen die Entscheidung der Götter auflehnen? Bei allem Respekt, aber ich habe einen Einwand, den ich vorbringen will, verehrte Götter. Schweig still, Brünnchen! Dieser eine Typ aus der Klasse, der immer Scheiß labert. Tschüss! Du Bastard, du bist nichts weiter als ein Halbgott! Wie kannst du es wagen, dich in die Belange der Götter einzumischen? Willst du kämpfen? Ich liebe den Typen jetzt schon. Tabaluga einfach im Hintergrund, einfach Tabaluga. Die Götter kämpfen gegen die Menschheit in einem ultimativen Wettkampf. Dem Ragnarök. Okay, Freunde, bevor es weitergeht, ich habe eine kurze Frage an euch. Spielt ihr eigentlich noch Genshin Impact? Wenn ja, oder ihr generell auf Anime-Games steht, dann ist Honkai Impact euer Ding. Honkai Impact 3rd ist der wahr gewordene Traum eines Anime-Fans. Waifus, wohin das Auge nur reicht, eine Grafik, die eure verdorbene Seele küsst und Anime-Voice-Acting vom Feinsten. Nicht nur kommt Honkai Impact vom selben Studio, das auch für Genshin Impact verantwortlich ist, sondern gibt es erstmals ein Crossover der Games. Die Kawaii-Fischel ist jetzt auch in Honkai Impact am Start. Und ich sag's mal so, macht euch auf Kämpfe gefasst, die eure Boxershorts zum Platzen bringen. Fischels Elektroresistenz macht sie in der Honkai-Welt zu einer ernstzunehmenden Gefahr. Genauso starten auch Kijing und der Wolf des Nordens aus Genshin Impact in ihre neue Welt ein. Und könnte es schöner sein?
Könnte es schöner sein? Ja, Freunde, könnte es. Denn mit dem Link ganz oben in der Beschreibung könnt ihr euch jetzt Honkai Impact kostenlos downloaden und mit dem hier eingeblendeten Code nur heute eine Kuromuro-Überraschung obendrauf erhalten. Also checkt nach dem Video unbedingt das Game ab, ganz egal ob PC oder Smartphone. Und viel Spaß in der endlos schönen Welt von Honkai Impact 3. In insgesamt 13 Kämpfen stellen sich die Vertreter der Götter den Vertretern der menschlichen Rasse. Siegen die Menschen über die Götter, dürfen sie 1000 Jahre weiter existieren. Wow. Danke. 7 Götter besiegen für 1000 Jahre. Dass ihr jetzt zum GameStop geht mit so 15.000 Spielen und die sagen, ja, das, du kriegst 14 Cent. Ich frage mich, warum ihr euch ihnen nicht stellen wollt. Naja, dass ihr Angst aus irgendeinem Grund... Angst habt, Angst habt. Angst vor einem Kampf mit den Menschen habt? Oh. Angst vor... Muss man da jemand wieder Snickers essen? Oh. Alles schön zähngeputzt, die Götter. Sie hatte recht. Brünnhild hatte die Götter durchschaut. So ein Spektakel gab es schon lang nicht mehr. Oh mein Gott. Er ist die Halloween-Version von dem Typen von Hatexan. Lasst uns diesen Wettkampf zwischen den Göttern und den Menschen austragen und herausfinden, wer die Besseren sind. Tschüss. Okay, es ist besiegelt, hä? Mensch gegen Gott. Wurm gegen Vogel. Read of Jeder Slap gegen Kuro. Ich finde halt keinen Sinn dahinter. Runde 1. Okay. Begrüßen wir. Okay, wer kommt zuerst? Ich bitte um Applaus. Wer kommt zuerst? Wer ist das? Ist das Gott? Ist das Mensch? Was ist das? Es gibt unter uns Götter niemanden, ein den Gott, nicht ein Gott, oh mein Gott, Itachi. Itachi als Gott. Er lebt für den Kampf und er stirbt für den Kampf. Oh. 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 Damn. Ah! Das war sexy. Das war sexy. Das ist Thor? Hat er nicht so ein Bart oder ist er egal? Alright. Oder ist das ein Mensch? Herrje! What the fuck? Ratet uns! Findet man unter den Menschen einen weiteren Krieger wie ihn? Holy! Nun gut! Okay, der Kampf beginnt! Senpai Thor gegen chinesischer Krieger mit Pferd und Rückenmuskeln so breit wie mein Leben. Mein Herr, ich hätte mir nie im Leben erträumen lassen, dass ich euer Antlitz eines Tages... Das hat so leichte Jaritschi-Mitch-Club-Vibes. Auf! Ich kann mein Glück kaum in Worte fassen. Bro, hol dir ein Zimmer. Jetzt können die Menschen endlich denen in den Arsch treten. Fang an! Könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich hierauf gewartet habe? Ja, Mann. Wie lange ich dieses Horn schon blasen will? Ja, Mann. Blas das Horn. Manny! Der ballert ja komplett da rein. Die beiden gehen langsam aufeinander zu. Okay. Was für ein spannender Kampf. Ja. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Action erwartet, ein bisschen schnellere, aber okay. Okay. Wunderschöne Haare, by the way. Das könnte so eine richtige L'Oreal-Werbung sein. Yeah. Die Outro-Musik ist geil. Yeah. Okay, wir schauen noch die zweite Folge. Allein nur für den Kampf und gucken, wie der Kampf ist, weil sonst macht keinen Sinn. Noch nie zuvor hat einer der beiden einem Gegner gegenüber gestanden, der seinem Angriff standhalten konnte. Scheint so, als hätten die Menschen eine Chance. Okay, er lädt sein Handy auf. Akkus leer wahrscheinlich. Und jetzt schwingt er plötzlich Mjolnir. Junge, was ist das für ein High-Technology-Tesla-Hammer? Das Gleichgewicht zu verlieren und umzufallen. Was macht er jetzt? What the hell? Nein, wirft er das Ding? Schießt er das Ding? Was ist das? Scheint so, als holt er aus. Oh Gott, das ist so ein fetter Hammer. Ich vermute, dass das bedeutet, dass er diesen Menschen als Gegner für würdig erachtet. Okay, krass. Okay, das heißt, er respektiert den Gegner. Er respektiert ihn. Und jetzt haut er seine Special-Attacke raus. Ich bin so gespannt. Ob das geil wird oder nicht. Weil das ist alles entscheidend jetzt.
Vor langer Zeit. Nein! Beschlossen die Götter Asgard. Nein! Gib mir keinen fucking Flashback jetzt. Sie sollte der Verteidigung. Oh, Mauna, mach es keinen auf Attack on Titan. Mach es keinen auf Attack on Titan. Aus Jotunheim. Unsere Aufgabe ist es, den Frieden in Asgard zu bewahren. Also wirklich, ihr musstet noch nie ernsthaft kämpfen. Seid nicht so vorlaut. Ja, ich weiß. Die Hüttner, ja, komm, Attack on Titan. Ja, da kommen die Titanen. Oh mein Gott, das ist halt wirklich Titan. Und überrannte Asgard. Oder können die das doch offensichtlicher machen? Diesen Abklatsch von Attack on Titan? Könnt ihr so ein bisschen mehr machen, dass man sich da ein bisschen mehr sieht? Hey du! Du solltest dich besser verstecken! Hey. Boah, der ist schon sehr cool. Während des Kampfes fiel ein Engel nach dem anderen. Schon cool. Schon Doch cool. Es gab einen Krieger, der nur wenig beeindruckt war. Und das ist deine Attacke, das ist deine aufgeladene Attacke, das ist die Attacke, das ist die Attacke. Thor. Wir haben es nicht gesehen. Im Alleingang geschafft, alle 66 Jötner zu besiegen. Okay. Wir haben jetzt die Hälfte der Folge mit einem Flashback verbracht. Das ist der Donnerangriff des kriegserfahrenen Gottes, Thors Hammer. Was zum Teufel? Ist das hier Jujutsu Kaisen oder was? Sphäre der Entfaltung. Mein Gott! Oh mein. Oh, sheesh! Ja, unterschätzt nicht die Kraft der Menschen, Baby. Wären sie beide zur selben Zeit und auch am selben Ort geboren worden. Bastard. Was für eine Verschwendung, dass du als Mensch das Licht der Welt erblickt hast. Einfach dieses trockene Bastard. Dann wären sie Freunde geworden. Sag mir nicht, die Folge ist zu Ende. Okay, die Folge ist zu Ende. Ich wäre ausgerastet. Die Geschichte der drei Reiche beinhaltet viele Sagen. Oh nein, nein! Kein Flashback! Kein Flashback! Das ist cool. Man diesen soll Lü Bu aus Zhuyen im Kreis Uyen in der heutigen inneren Mongolei stammen. Okay. Während er seine Reise auf der Suche nach einem starken Gegner fortsetzte, verbreitete sich in allen drei Reichen sein Name. Okay, er hat auch eine ziemlich coole Story. Entschieden sich die Krieger nach und nach, ihm zu folgen. Nice. Nach über 30 Jahren auf der Suche nach einem ihm würdigen Gegner, wurde Lü Bu eines klar. Es gibt einfach niemanden auf der Welt, der mich jetzt noch besiegen könnte! Ihr wollt meinen Schatz? Den Nein, könnt ihr haben. Doch, sucht ihn noch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Ich bitte euch, gebt mir einfach eine Armee. Im Gegenzug bin ich bereit, euch die Welt zu Füßen zu legen. Man sagt, Lü Bu hätte um sein Leben gefeilscht, um der Exekution zu entkommen. Aber ob dies auch wirklich der Wahrheit entspricht? Ganz sicher nicht. Und zwar Langeweile. Langeweile? Er ist einfach so stark, er will sich umbringen. Freunde, ich hätte das Problem gerne auch. Können wir das bitte auch haben? Okay, das heißt, zwei absolute Psychopathen kämpfen miteinander. Nach all der Zeit habe ich schließlich einen Gegner gefunden, den ich mit Herz und Seele Gut. bekämpfen ja, kann. Ja, beide haben eine Story bekommen, beide haben eine Geschichte bekommen. Nicht einfach stumpfe Kampf, sondern beide haben eine Story zum Kämpfen. Die Waffen der Menschen sollten eigentlich zerbersten, wenn sie im Kampf von einer göttlichen Waffe wie Thors Mjölnir getroffen werden. Jetzt wird mir einiges klar. Blicken wir zurück, was im Vorfeld von Ragnarök geschah. Boah, Leute, wollen die mich verarschen? Schon wieder ein Flashback? Wollen die mich komplett verarschen? Die Götter beziehen ihre Macht seit jeher aus ihren Waffen. Und wie du weißt, werden eben diese Waffen im drauf. Himmel für sie geschmiedet. Das heißt, die Waffen, die Menschen haben, also die sie den Menschen gibt, sind wahrscheinlich auch göttliche Waffen. Wir könnten diesen unfairen Vorteil umgehen, indem wir sie ausrüsten. Mögen die Spiele beginnen. Mögen die Spiele. Freunde, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin wirklich müde. Guck mal, das Ding ist, das ist wie wenn ihr zum Bäcker geht und ihr wollt euch ein Croissant kaufen, okay? Nehmt diese Bäckerin den Croissant, schmeißt auf den Boden, nehmt aber die Tüte, womit sie den Croissant verpacken wollte und sie gibt den Leuten und sagt, diese Tüte wurde gezeugt, um ein Croissant zu halten. Das beste Croissant der Welt.
Und du guckst die Frau so an und sagst, ja, okay, aber ich wollte doch nur das Croissant. Okay, was eine komische Metapher, aber versteht, was ich meine. Dieser Anime ist ein Catfish. Ich dachte, das wird so ein richtiger Kampf-Anime, der von Anfang bis Ende so richtig Barkey-mäßig. Bam, bam, mit Action und Poo und Bam. Aber die reden die ganze Zeit nur und Flashbacks. Das kommt mir vor wie ein verdammter Dragon Ball Z-Folge. Noch schlimmer, Fairy Tale. Meine ehrliche Meinung, ich finde den Zeichenstil cool, ich finde die Animation cool, ich finde die Stimmen cool, ich finde die Charaktere cool. Das zieht sich halt einfach nur, okay? Und ich bin ein Mann, der keine Zeit hat. Ich bin ein Geschäftsmann. Nach diesem Röpster kann ich das nicht ernst. Zusammengefasst in zwei Folgen, was in dem Kampf passiert ist. Der Typ hat einen Schlag gemacht. Und der Tor hat einen Schlag gemacht. Ich gucke es wahrscheinlich weiter, aber es ist für mich gerade aktuell so eine 6,5 von 10. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Anime fand, dann checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Kurono. Da werde ich dann in einer Story einfach kurz zusammenfassen, wie ich den fand. Und ja? Ich würde sagen, liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euren riesigen Hammer auf. Bis dann, ne? Und... Jaui! Thor verabschiedet sich.